meinem Zimmer, da hängt eine Uhr. Die braucht so oft eine Reparatur. Und meine Frau es nicht versteht, die Uhr beim Aufziehen stets verdreht. Da ich nun öfters auf Reisen bin, kann mir die Uhr nicht selbst aufziehen. Darum bat ich einen jungen Mann, der es versteht und sicher machen kann. Bitte wollen Sie meiner Frau einmal die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam müssen's drehen, sonst geht Schlüsselloch kaputt und die Uhr bleibt stehen. Der junge Mann sagt höflich zu, ich ging auf Reisen dann im Nu. Und als ich heim das kam, oh Freund, die Uhr, die ging genauso wie vor Zeit. Meine Frau, sie sagt ganz schlicht, der junge Mann hat seine Pflicht. Ach bitte lad ihn nochmals ein, und ich versprach's und sagt zu ihm geheim. Bitte wollen Sie meiner Frau nochmal die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Aber Vorsicht, bitte schön, immer langsam ist es drin, sonst geht Schlüssel kaputt und du bleibst stehen. Ich kam vom Reisen dann zurück, mein Frauchen stand vor Liebesglück. Wir schlossen gleich die Fensterläden zu und schlummerten in süßer Ruhe. Doch plötzlich klopft's, ich war empört, wer uns zu später Nacht noch stört. Eine Stimme rief mit leisem Ton. Hallo. Ich glaub, wir kennen uns ja schon. Ja, ich wollte Ihrer Frau noch mal die Uhr aufziehen, wenn Sie auf Reisen sind. Aber da Sie nun hier sind, darum drück ich mich gespielt. Komm ein anderes Mal, wenn Sie auf Reisen sind. Und diese Störung in jener Nacht hat mich gewaltig aufgebracht. Und dass das nicht mehr vorkommen kann, schrieb ich sofort an jenen jungen Mann. Werter Herr, ich danke sehr für Ihre Freundschaft und noch mehr. Ich danke auch für alle Zeit, für Ihre Liebeswürdigkeit. Nein, Sie brauchen meiner Frau nicht mehr die Uhr aufziehen, wenn ich auf Reisen bin. Sollte sie nicht wieder gehen, braucht man sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomm, so stehen. Sollte sie nicht wieder gehen, braucht man sie nicht nachzusehen, bleibt sie eben, bis ich wiederkomm, so stehen.